Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Zomboid, Überleben pur, mit Pausenglas, dem Nackten. Hallöchen, ich habe eine Unterhose an. Und Schuhe. Und Astreiter. Ja, hallo, ich habe nur den Pullover ausgezogen, ich wollte dann euch ne, nicht ganz schrecklich dastehen lassen. Ja, was haben wir für Probleme? Wir haben immer noch die Probleme, dass wir irgendwie nicht kochen können. Das ist noch ein ziemlich großes Problem, finde ich. Ja, doch, in der Mikrowelle geht das noch. Ja, ne? Klar, aber wir müssten auch richtig irgendwie mit Feuer was machen können, meine ich, ne? Das wäre spielentscheidend, oder? Stopp, ja, zumindest wahrscheinlich mittelfristig auf jeden Fall, ne? Also wir müssen auf jeden Fall irgendwas finden. Oder irgendwie finden, wie Ach, man Feuer unten in der Ecke ist übrigens eine Toilette, ne? Ja. Da können wir dann auch Fülletopf mit Wasser aufmachen zum Beispiel. Das Töpfchen. Und trinken. Ich nehme mal den Kochtopf aus dem Kühlschrank. Und dann gehe ich den auch mal mit. Oh, hier ist ein Klebeverband drin, ne? Also falls jemand Klebeverband braucht, wofür auch immer. Eine tote Ratte ist bestimmt auch sehr lecker. Gefährlich, wenn ungekocht, aber die schon verrottet. Ja, aus der Toilette kann man übrigens auch Wasser trinken. Ich habe hier eine Flasche mit Desinfektionsmittel gefunden. Ein Waschbecken, ne? Hier in dem kleinen Raum gegenüber. Ja. Was. Okay. Also direkt an den Stapelkisten, da ist ja noch so ein kleiner Raum. Die ganzen toten Mäuse hier. Hier kann man auch Licht einschalten. Was? Tote Mäuse? Vielleicht kann man die in die Mikrowelle packen. Die sind aber schon beide verrottet. Ja, dann lieber nicht. Aber ich habe hier etwas Schönes gefunden. Eine Flasche mit Desinfektionsmittel. Okay. Und ein Klebeverband. Ja, ich habe nur die geringfügige Verletzung. Erste Hilfe benötigt, ja. Kann ich mich selber heilen? Das ist die Frage. Medizinische Untersuchung, bleib mal Nein, stehen. Nein, kann ich nicht. So. Verdreckte Bandage. Ja, die muss ich dann mal auswechseln. So, hier. Jetzt kriegst du eine richtig schöne Bandage. Okay. Desinfizieren. Bandagiert habe ich jetzt beides. Aber moderate Verletzung, was kann ich dagegen tun? Nix. Du musst warten, bis die abgeheilt sind. Ja, okay. Ich habe mal das verrottete Schweinekottel aus dem Kühlschrank genommen und... Was, der verrottete Schweinekottel? Ich habe jetzt irgendwie leichte Schmerzen, ich weiß aber nicht warum. Oder möchte noch jemand... Jetzt habe ich Schmerzen. Ach, weil du mich desinfiziert hast, oder was? Bestimmt. Das geht bestimmt gleich weg, aber dafür ist wahrscheinlich heilt das deswegen schneller. Okay. Ich tue jetzt einfach mal das Desinfektionsmittel... In diese Kiste, die hier alleine steht. Ja, ich bin Arzt und kann mir nicht helfen. Das ist auch gut, ne? Das ist heutzutage aber nicht anders. Gegenüber von der Lagerhalle auf der großen Wiese liegt ein verrottetes Schweinekotelett. Da bitte nicht reinbeißen. Oh, lecker, ein Schweinekotelett. Ja, okay. So, ich checke mal gerade die Tomaten. Und ich ziehe mir, glaube ich, wieder eine Hose an. Ich habe immer noch die Schmerzen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich meine, wir hätten irgendwo Schmerztabletten. Warte mal, jetzt sind es nur noch geringfügige Schmerzen. Okay, wird wohl weniger. Dann brauchen wir keine Gedanken machen. Hätte ich noch eine Idee wegen Theorie zur Schmerzablenkung. Okay. Zeitung lesen. Pausenglas zieht sich aus. Ich könnte dir gegen das Schienbein treten, vielleicht. Okay. Dann tut's woanders weh, ne? Genau. Da konzentrierst dich nicht mehr so auf das andere. Ja, was uns jetzt irgendwie fehlt, ist ein Herd. Wände, Wand aus Holzplatte, Holzsäule, Wand aus Baumstämme. Holztür, Türrahmen, Fensterrahmen, Treppe, Holzboden, Holzkiste, Bar. Da gehen noch Barteile und Barecke. Tisch. Da kann man auch nichts bauen, was uns für uns alle irgendwie Pflanzen, interessant ne? ist. Oh, das ist eine gute Idee. Ich habe im Kühlschrank alle Behältnisse wieder voller Wasser gemacht. Okay, super. Ja, ich nehme einfach meine Flasche und das sollte reichen. Ich guck mal, ob ich in ein anderes Haus was irgendwie finde, was vielleicht für uns von Bedeutung sein könnte. Ja, wir sollten auch mal wieder langsam erkunden, glaube ich. Ein bisschen. Ja, sollen wir uns mal irgendwie in Richtung, keine Ahnung, wohin aufmachen? Also uns alle bewaffnen und dann
Ich habe einen Knüppel. Mein Nudelholz ist dasselbe. Achso, ich müsste hier gucken, ne? Boah, Axt. Ich kann auch eine Schrotflinte nehmen, haben die Zombies wieder Spaß. Also hier ist jetzt so ein Umkleideraum. Da war ich schon, da war nichts mehr drin, glaube ich. Da sind noch ein paar Schränke, ne? Ja, sind auch Schränke. Da ist noch was. Ach, da ist die Tür offen. Hier ist noch eine Mikrowelle dann, okay. Da unten ist eine Couch. Da ist ein Stuhl. Da hat einer das Fenster eingeschlagen. Oben links. Hier, komm noch mal zurück rein. Hier sind Schreibtische. Diese Wasserspender ist hier auch wieder. Den werde ich auch gleich wieder benutzen. Immer schön trinken nicht vergessen, ne? Ja, ist halt echt die Frage, ob wir uns nochmal in Richtung Stadt aufmachen und mal versuchen, irgendwie möglichst unbemerkt viele Zombies zu töten und irgendwas zu möglichst machen, unbemerkt. Primär ausrüsten. Ja. So, ich nehme jetzt, das kann ich jetzt mal reinigen. Mal säubern. Oh, hier liegt Bleichmittel auf der Erde. Okay. Verletzung, verdreckte Bandage immer noch. Oder wieder. Ja, wollen wir das Risiko eingehen? Ja, ich wollte mich jetzt erstmal hier ein bisschen fertig machen dafür, dass ich... Okay, dass wir was müssen wir da machen, stehen, ne? Und uns irgendwas fehlt. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir nicht Sachen mitnehmen, die jetzt unbedingt... Brauchen. Genau, das stimmt. Wir sollten auf jeden Fall auch nicht Essen mitnehmen, was im Kühlschrank gelagert werden sollte. Ja, also wir gucken im Kühlschrank sonst, ne? Alles, was nicht blau ist, das können wir mitnehmen. Okay. Kleber, brauchen wir Kleber? Nee, brauchen wir nicht. Feuerzeug, alles, was Dose. Nicht blau ist? Ja, das muss nämlich nicht gekühlt werden. Weil ich glaube, es ist kontraproduktiv, wenn wir das Gekühlte mitnehmen. Aber Chips zum Beispiel sind auch blau. Okay. Okay, dann nimm die ab. Na egal. Dann nimm einfach das mit, was du denkst, was gut ist. Also ich nehme mal zwei Tüten Chips mit. Ich mag nämlich gerne Chips. Okay. Und dann nehme ich nehme eine Flasche Wasser mit. Okay. Oder? Soll ich lieber zwei Flaschen Wasser mitnehmen? Hammer? Braucht man Hammer? Also ich nehme auf jeden Fall eine Axt mit, oder? Ich nehme auf jeden Fall für den Fall der Fälle. Topf mit Wasser ist voll. Soll ich den hier lassen? Die Schrotflinte mit 4. Ich lasse den Topf mit Wasser hier. Ja, das ist halt schwer, ne? 3 Kilo. Ja. Ich nehme nur eine Tasse mit. Also falls was passieren sollte. Eine Säge habe ich auch dabei. Brauchen wir die Säge hier? Nein, ne? Ich habe zur Not, wie gesagt, eine Schrotflinte jetzt mitgenommen. Ist irgendjemand von uns hier so gut, geil auf Make-up, dass ich es mitnehmen sollte? Nö. Ach, wo sehe ich denn, wenn ich überladen bin und nicht Fähigkeiten? Rechts oben bei Invent Hoffe und das Reiter müsste rechts oben Punkt von 12 stehen. Oder? Was auch mal. Ach, im Inventar, genau. 3 von 12. Okay, da kann ich glaube mit leben, oder? Jo, solltest du. So, und dann müsste man eine Waffe haben, oder wie ist das? Ja. Genau. Also ich nehme auf jeden Fall eine Axt mit, damit wir irgendwas haben, um Türen einzuschlagen oder sonst irgendwas. Brechstange ist eine Waffe. Sollte ich die nehmen? Also ich habe mir einen wooden Spear gemacht. Wenn du hier guckst, wo ich stehe, da müssten irgendwo unten 2 Spike Planks drin sein. Holzstock. Davon ist kannst du eine nehmen. Nee, komm mal hier hin, wo ich stehe. Spike Planks? Okay, das ist wieder was anderes. Auch schön. Spike Planks, da soll ich eine nehmen, sagst du. Kannst doch beide, nehmen nur eine, die anderen, die sind sonst so schwer. Jetzt nimmt er natürlich die Frage, beide, wie schnell klar. Die kaputt gehen, ne? Ja, ich glaube, ich habe sie jetzt beide, oder? Ja. Also, ich habe jetzt Antidepressiva, einen Dosenöffner, Feuerzeug, eine Kelle, meinen Schlüssel, wofür auch immer. Ja, ich kann sie wieder nur beide nehmen oder einzeln. Wie war denn trennen, bitteschön? Ja, du musst ja nur eins nehmen dann. Ja, er nimmt komischerweise beide. Rechts du hast nimm die Hälfte, alles klar. Ja, zum Beispiel. Ich habe letztens noch einen Laken mit, falls wir irgendwo reingehen, dass wir das Fenster abdecken können. Ja, okay. Lutscher. Jetzt habe ich schon wieder Hunger, jetzt muss ich erst was essen. Eine Pinzette, falls sich jemand am Glas verletzt, Schmerzpillen. Okay, ich habe auch eine Pinzette mit. Sollten wir dann so viele mitnehmen, oder? Ja, ich lasse da meine hier.
Gut. Dann habe ich noch die Schrotflinte für den Fall. Ich gehe aber gerade noch was essen. Und 13 Stofffetzen. Und ich habe auch nichts zu essen mit. Sollten wir da vielleicht was mitnehmen? Ich werde jetzt auch etwas mitnehmen, ein bisschen was. Also ich habe auch was mitgenommen, sicherheitshalber. Ich nehme auch mal eine Dose mit. Kriegst du die auch auf, musst Dosenöffner mitnehmen, ne? Ich habe einen Dosenöffner mit, habe ich doch gerade gesagt. Flasche mit Mayonnaise, Gießkanne. Hackfleisch-Patty ist noch gut, ne? Ist schon gemacht, oder? Muss man das noch machen? Nee, das müsste gekocht sein. Wenn es nicht gekocht ist, müsste es da stehen, dass es nicht gekocht ist. Und frisch steht da und das andere ungekocht. Ja. Was ist das Richtige? Frisch. Frisch. Dann nehme ich das. Ich nehme jetzt... Warte. Boah, wie schnell man hier gelangweilt ist, ne? Meine Fresse. Ja, kann ich mir vorstellen. Du stehst da rum, wartest auf die anderen. Oh, wann kommt die denn? Ich habe jetzt alles, dann lass uns gehen. So, ich nehme jetzt Erdnussbutter mit, weil die relativ gute Stats hat. Wo ist denn die Waffe jetzt, bitteschön? Spanky Prime, ausrüsten, primär ausrüsten, oder? So, jetzt sieht das schon alles besser aus. Wartet ihr, ich mache hier oben das Licht aus, falls irgendwas sein sollte mit Stromverbrauch oder so, dafür würde ich Stromrechnung bezahlen müssen. Okay. Ich weiß es ja nicht. So, ich stehe jetzt hier unten und wo gehen wir lang? Ach, ich gehe unten. Warte mal, wollen wir kurz nochmal nach den Tomaten gucken, weil wenn wir jetzt abhauen... Ja, können wir machen. Dass die da einmal richtig... Nicht, dass die schon gewachsen sind und die vergammeln, naja, ne? Ist klar. Ja, ich glaube, das dauert etwas. Ich würde das mal so 3 bis 4 Ingame-Tage schätzen. Ja, das wird so sein. Aber ihr solltet jetzt... bewässert. Ich hab die gerade noch bewässert. Am Anfang der Folge. Das also gut. 10 Minuten. 3 Stunden zuletzt bewässert. Tja, wie viele Monate das braucht, weiß natürlich keiner, ne? Momentane Wachstumsphase, 3 Fragezeichen. Okay. Die 3 Fragezeichen. Aber, gut. Oh, mir ist kalt. Wo gehen wir lang? Klo anziehen. Aber ich würde auch sagen, wir gehen dann erst in der nächsten Folge. Wieder Hunger oder was? Ein wenig hungrig. Ja. Das ist ein guter Hinweis, Knolle. Das hatte ich nämlich auch im Kopf, dass wir erst in der nächsten Folge losgehen, weil diese Folge ist nämlich quasi schon wieder fast zu Ende. Echt? Genau. Kaum zu glauben. Ja. Ist es gut, dann. Oder ist es der 3.10. jetzt mal so als Frage? Keine Ahnung. Oben rechts steht Uhr. Das. 22.10.3. Da müssen wir noch 2 warten. Jetzt ist mir kühl. Jetzt muss ich den Pullover anziehen, wartet. Weil wenn es jetzt März wäre, dann wüsste man, dass es wärmer wird, aber wenn es jetzt so ist primär ausgerüstet, das ist falsch, ne? Ich glaube, du willst nicht anziehen. Ich glaube, du willst nicht damit schlagen, oder? Genau. Jetzt sieht das nicht an, oder was? Muss warten, darf sich nicht bewegen. Ja, jetzt habe ich ihn an. Jetzt ist mir auch wieder warm. Und primär ausrüsten die Latte. Gut, okay, dann. War's das mit dieser Folge? Genau. Und? Wir würden uns freuen. Wir würden uns freuen. Wenn ihr das nächste Mal. Wieder einschaltet. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Was war das?